City Airport Mannheim. Die MCON Kongressagentur organisiert nicht nur Veranstaltungen im Mannheimer Rosengarten, sie agiert deutschlandweit. Mit dem Flugzeug geht es nach Hamburg zum Schmerzkongress. Seit 2009 wird dieser von der MCON betreut. Für die Kollegen natürlich auch eine spannende Herausforderung, mal außerhalb des Rosengartens agieren zu können. Und es ist sehr viel Improvisation, trotz sehr guter Vorplanung. Ein solches Event ist immer wieder von kleineren Änderungen betroffen. Aber wir arbeiten dort tatsächlich jetzt schon mit einem sehr konstanten Team im Schmerzkongress seit über 5 Jahren. Von daher hat sich das Team da tatsächlich auch sehr gut schon auf die Herausforderungen eingestellt. In Hamburg angekommen geht es für die Mannheimer ohne Zwischenstopp zum Kongress. Die nächsten 4 Tage ist das Zentrum ihrer Heimat. Das 60-köpfige Team vor Ort umfasst neben den Verantwortlichen auch Techniker, Hostessen und Empfangsdamen. Da sind wir tatsächlich als Full-Dienstleister unterwegs. Das fängt an bei der Finanzierung, geht über die Teilnehmerregistrierung, die Referentenbetreuung, das Anwerben von Sponsoren, Ausstellern und auch das ganze Thema Marketing. Wir gestalten die Drucksachen, die Einladungsdrucksachen. Wir organisieren die Zertifizierungen, die es im Rahmen dieser medizinwissenschaftlichen Kongresse gibt. Die komplette Logistik vor Ort und natürlich auch die technische Ausstattung in den Hörsälen, im Kongresszentrum in Hamburg wird auch von unserer technischen Abteilung mit abgewickelt. Wir dürfen Sie als Kongresspräsidentin ganz, ganz herzlich zu unserem Kongress hier begrüßen. Knapp 3000 Mediziner setzen sich 4 Tage lang mit dem Thema Schmerz auseinander. Damit die Vorträge reibungslos ablaufen, ist eine Fülle an Technik gefragt. Insgesamt 5 Tonnen Material werden dazu von Mannheim in den Norden gebracht. Hierfür sind die Techniker aus dem Rosengarten zuständig. In dem technischen Bereich prüfen wir zunächst einmal die Voraussetzungen eines jeweiligen Standortes. Die Kollegen in Hamburg haben ein großes Setup eigentlich schon in ihren Räumlichkeiten integriert. Wir prüfen, wo es Überschneidungen gibt, wo es sinnhaft ist, mit der Technik im Kongresszentrum oder vom Kongresszentrum zu arbeiten und welche Teile wir aufgrund unseres Bestandes einfach mitnehmen können. 67 Pharma- und medizintechnische Unternehmen stellen Neuheiten bei Medikamenten und Technologien vor. Die Ausstellungsflächen, eine Kommunikationsplattform für die Mediziner, aber auch ein Finanzierungsaspekt. Die MCON wählt die Aussteller aus. Dort gibt es natürlich im Hinblick auf die Zielgruppe, in dem Fall ist es die Schmerztherapie, klassische Anbieter aus der Pharmaindustrie. Wir haben eine eigene Abteilung, Sales and Service, die tatsächlich insbesondere dort im Markt Research auch tätig ist. Auf der einen Seite gibt es die klassische Akquisephase, die persönlich, aber auch auf digitalen oder schriftlichem Weg passieren. Und auf der anderen Seite sind das traditionell große Kongresse, die natürlich auch etabliert sind und in den Kalendern der jeweiligen Unterstützer auch schon über die Jahre hinweg eingetragen wird. 200 Referenten halten Reden, präsentieren Forschungsergebnisse oder geben anderweitig Einblicke in ihre Arbeit. Dabei gilt es angesichts der Größe des Kongresszentrums, den Überblick zu behalten. Die Referenten bekommen von uns Informationen, wo ihre Vorträge stattfinden. Die Industrie bekommt neben Ausstellungs- und Informationen über ihre eigentliche Darstellung auch den täglichen Support. Also wir haben da tatsächlich wirklich eine Rundumbetreuung. Die in der Hansestadt gesammelte Erfahrung ist auf vergleichbare Veranstaltungen übertragbar. Das macht sich die Mannheimer Kongressagentur zunutze. Der Schmerzkongress ist für die MCON nicht die einzige Veranstaltung dieser Art. Für die MCON ist tatsächlich das Kongressbusiness im Hinblick auf den ökonomischen Effekt, aber auch auf die Auslastung ein sehr, sehr wichtiges Standbein. Wir stehen jetzt hier vor Ostern, wenn andere Menschen tatsächlich traditionell in Urlaub fahren, vor unseren größten Kongressen. Wir haben ab Ostern mit dem Kardiologenkongress und in diesem Jahr zum ersten Mal auch mit dem Internistenkongress fast 16.000 Teilnehmern in knapp 2 Wochen hier im Haus. Aber sicherlich ist dann der Herbst geprägt durch den Schmerzkongress. In diesem Jahr findet der Schmerzkongress im heimischen Rosengarten statt. Dann zieht es Mediziner aus ganz Europa nach Mannheim. Und die MCON hat wieder 4 Tage lang alle Hände voll zu tun.